Salam Deutschland. Und was ist dieses Salam Deutschland? Und wer ist dieser Chai Subs? Und wie du dabei sein kannst, erfährst du, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Bis gleich. Salam. Fangen wir auch direkt an mit, was ist Salam Deutschland? Salam Deutschland ist ein übertrieben krasses Konzept. Vertrau mir. Das ist so gut, das ist noch komplett offen und ein absolutes Experiment. Und das ist auch beabsichtigt so. Denn es ist der Versuch, gemeinsam etwas aufzustellen, etwas aufzubauen. Und mit zwei einfachen Zielen. Das erste Ziel ist es, dass die vielen versteckten Erfolgsgeschichten, Erfahrungen, Emotionen, Lebensweisheiten, die so versteckt sind in dieser islamischen Community und Gemeinde, die jeder schon erfahren oder erlebt hat irgendwo, dass man das zugänglich macht für jeden anderen. Dass man eine Atmosphäre herstellt, wo man ganz entspannt eben genau dieser Sache zuhören kann, eine Atmosphäre der Ruhe, des Friedens und dieser Austausch auch jedem Einzelnen ermöglicht, reinzuschalten, sich auch irgendwo zu entspannen ein bisschen und genau diese Lebensweisheit mitzunehmen. Mit dem höheren Ziel, ein Selbstbewusstsein, nein, ein Selbstverständnis zu etablieren und auch als Standard einzuführen, dass man sich nicht konstant zwischen zwei Seiten irgendwie entscheiden muss. In einem Zustand, wo man überhaupt nicht in einem Zustand von Frieden ist, sondern mehr Hektik und Unsicherheit. Und man jetzt nicht weiß, ist man jetzt im Religionsmodus oder ist man jetzt im Weltmodus? Ist man jetzt in Gedanken hinsichtlich des Jenseits oder ist man jetzt in Gedanken hinsichtlich des Berufs und der Karriere und all diesen Themen? Ist man jetzt in dem Modus, wo man einem Vortrag zuhört oder in dem Modus, wo man in einer Konferenz, in einer Berufsbesprechung, in einem von mir aus sogar Elternsprechtag oder sonst was, dem Lehrer zuhören muss? Sind das zwei Gegensätze? Sind das zwei Sachen, die widersprüchlich sind? Genau das finde ich, dass unsere Religion so optimal wie nichts anderes auf dieser Welt das vereint. Dieses Selbstverständnis, dass diesseits und jenseits absolut Hand in Hand gehen. Denn wenn wir nicht anfangen zu zeigen, wie viel eigentlich in dieser Mitte versteckt ist, in dieser Mitte, die gefangen scheint, eben zwischen diesem Religiösen und diesem Diesseitigen, oder wie wenn andere die Geschichten von uns erzählen und man nur zwei Schubladen hat, entweder in diesem Fundamentalistischen oder vermeintlich Extremistischen und dann das andere, das Moderate, das Liberale, und als würde es nichts dazwischen geben, als würde man konstant nur diese Entscheidung treffen müssen, ist man da rechts oder ist man da links. Und als würde man diese Diversität und Vielfalt in der Mitte komplett ignorieren. Und wenn wir nicht darüber sprechen, dann lassen wir den Freiraum, dass andere über uns sprechen. Und genau so will ich erreichen, dass wenn man hier reinkommt, in diesen Podcast, in diese Atmosphäre, in diese Plattform, dass man erwarten kann, dass hier vielleicht mit einem Gelehrten gesprochen wird, mit einem Imam, mit dem man komplett 100% nur die Religion verbindet. Und zwar nur das Religiöse, in Anführungszeichen. Aber man genauso erwarten kann, dass er über alltägliche Probleme spricht. Private Probleme spricht. Wie schwer die Kindererziehung ist, wenn man tagtäglich unterwegs sein muss, in der Moschee sein muss, jeden Tag jemand irgendwie anruft oder belästigt oder sonst was und richtig komische Fragen vielleicht sogar stellt. Und umgekehrt, dass man eine Person hier erwartet, von der man am ersten Blick gar nicht dieses Religiöse daran sieht. Weil das, was sie tut, etwas komplett Weltliches hat. Wie zum Beispiel ein Modedesigner, ein Schauspieler. Aber diese Person genauso selbstverständlich über tiefe, religiös-philosophische Themen spricht und man sagt, hey, das steht doch gar nicht im Widerspruch. Das geht doch Hand in Hand. Und genau das möchte ich gerne zusammen mit euch, zusammen mit dir in dieser Atmosphäre des Salam Deutschlands erreichen, weil dafür stehen auch die Gegensätze. Salam als Teil dieser Religion. Ja, als Friedensgruß, als Friedensbotschaft, den wir die ganze Zeit innerhalb dieser Religion verbreiten sollen, den Aspekt des Jenseits repräsentiert und Deutschland, weil wir alle, egal wer jetzt gerade zuhört und mich versteht auf deutscher Sprache, auf jeden Fall, du trotzdem, so sehr du das auch abstreiten solltest, ein übertriebener Allmann bist. Das kann keiner abstreiten. Wir sind so deutsch, das färbt so sehr auf uns ab, das Weltliche, das Kulturelle, all das, was damit einhergeht, Das kann man nicht abtun. Dafür soll Salam Deutschland dienen. Und wer ist Chai Subs? Wer spricht gerade mit dir? Es ist ganz einfach. Du hast wahrscheinlich die erste Hälfte des Namens direkt schon verstanden. Chai steht für Tee und Subs ist einfach nur persisch und steht für grünen Tee.
Und da ist auch nichts Großartiges dahinter, nichts Tiefsinniges oder sonst was. Wenn du jetzt einen Lektürenschlüssel oder was auch immer, 10. Klasse Abitur oder so auspackst, um das zu interpretieren, da steckt nichts dahinter. Ja, ist keine absolute Ruhe und Tiefe, die diese Atmosphäre des Salams oder so herstellen soll. Ist einfach an mir haften geblieben. Ja, ich trinke selber grünen Tee. Ich biete Gästen sehr gerne grünen Tee an. Damit hat sich auch und damit soll es auch sein, dass einfach nur eine Fassade ist, damit ich nicht im Vordergrund bin, sondern die Gäste, die Gedanken, die Geschichte. Und wenn etwas von mir im Vordergrund sein soll, dann nur der grüne Tee. Aber grüner Tee ist auch manchmal bitter. Und ich sehe auch zu, manchmal kritische Fragen zu stellen, eine Position einzunehmen, die ich selber nicht vertrete. Einfach, um mal eine Diskussionskultur aufzubauen. Eine Diskussionskultur, die da sein kann, die da sein muss, ohne direkt in Streit auseinander zu geraten. Zu zeigen, dass man nicht immer auf derselben Wellenlänge sein muss, um trotzdem aufeinander klarzukommen. Damit das nicht einfach nur so ein Ja-Sager-Projekt wird. Denn es ist ein Projekt nicht für mich, sondern für die Gemeinde, für die Community, für jeden Einzelnen. Damit wir selber dieses Selbstverständnis haben und auch realisieren und vor allem auch merken, was für ein Potenzial wir haben und wie viel bei uns versteckt ist oder noch nicht zugänglich. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Ich freue mich schon extrem, egal wer dann der Gesprächspartner sein sollte, eben genau diese feinfühligen Erfolgsgeschichten herauszukristallisieren. Und ob du jetzt selber mitmachen möchtest oder du jemanden kennst oder du einfach ein Gesprächsthema hast für den Fall der Fälle, dass wieder solche Monologe einfach stattfinden, all das ist mitgestaltbar. All das dafür gibt's Zugang, ist ganz einfach. Folgt uns dafür einfach auf Instagram @chaisabs, chaisabs. Oder wenn du dich direkt anmelden möchtest für den Podcast, dann gibt's diesen Link auch auf diesen Mach-Mit-Button, gibt's auch auf Instagram zu finden. Aber es gibt auch nochmal einen separaten Link dafür, so ein Bit.ly, und zwar bit.ly/sd-machmit, SD abgekürzt für Salam Deutschland, -machmit. Und dann freue ich mich schon, dich begrüßen zu dürfen oder wie noch immer du weiterempfehlst. Oder falls du auch ein Thema hast, worüber innerhalb eines Monologes einfach gesprochen werden sollte, dann sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns schon darauf, eure Nachrichten zu lesen. Seid erfolgreich in allem, was ihr tut, sei es das Weltliche, sei es das Jenseitige. Und es bleibt nichts mehr anderes zu sagen als Salam Deutschland. Bis dahin, Peace. Salam.